Wo immer er kann, hilft er mit. Auch bei der Geburt seiner Kinder. Da kommt es. Hallo, du kleiner Racker. Was ist es? Ein Junge. Ihr Sohn sollte schon bald eines der bekanntesten Babys der Welt werden. Allerdings aus anderen Gründen, als sie Steve und Terry lieb waren. Schlaf, Kleiner. Deine Mama hat deinetwegen ganz schön viel durchgemacht. Du röchelst ja ein wenig. Hier gibt es ein ganzes Team von Leuten, die verhindern sollen, dass du röchelst. Sollen wir ihnen die Namen unserer beiden Dads geben? Ich bin für Robert. Robert Clarence Irwin. Right, so grabbed his head, pulled him out and bang, he's born. Ich fasste ihn also am Kopf, zog ihn raus und er war geboren. Aber wir hingen seine Geburt nicht an die große Glocke. Wir sagten nur einem kleinen Kreis von Leuten Bescheid, unseren Freunden und Angehörigen. Denn dieser süße Wurm sollte in aller Ruhe in dieser Welt ankommen. Wir unternahmen nichts, bis er 4 Wochen alt war und sein Köpfchen halten konnte. Jetzt dachte ich, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es wird ein großartiger Tag, wenn die ganze Welt ihn zu sehen bekommt. Ich werde ihn jedem zeigen. Und das machten wir dann in einer für uns typischen, vertrauten Umgebung, zusammen mit Krokodilen. Viele Freunde, mein Vater, meine Schwestern mit ihren Familien und natürlich alle Mitarbeiter vom Zoo waren anwesend. Außerdem hatten wir buddhistische Nonnen eingeladen. Sie sollten unseren Sohn Bob segnen. Sie kamen in ihren traditionellen Gewändern und sangen. Eine wunderschöne Zeremonie. Es war wirklich bewegend. Ich wurde als eine Mutter dargestellt, die ihr Kind zum Altar hinüberreicht, damit es geopfert wird. Es ist wirklich erstaunlich, aus welcher Sicht Journalisten ein wunderschönes Familienfest beschreiben können, bei dem sich alle gefreut haben, dabei zu sein. Sharing a family event with everyone. And I'll tell you what happens all the time. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für etwas, das tagtäglich passiert und worüber sich niemand aufregt. Wenn Eltern ihr Neugeborenes nach Hause bringen, zeigen sie es als erstes dem Hund, um zu sehen, wie er auf das neue Familienmitglied reagiert. Jede Familie macht das so. Wisst ihr, Shappy ist auf unser Baby eifersüchtig. Oder wir glauben, Fluffy mag unser Kleines. Das kriegt man immer wieder zu hören. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, unsere Kinder wären wie die Adams-Kinder Pugsley und Wednesday drauf. Aber wir kommen nun mal jeden Tag mit wilden Tieren zusammen. Krokodile leben direkt vor unserer Haustür und wenn wir zelten, begegnen wir häufig giftigen Schlangen. Das Fest für unseren kleinen Bob war vielleicht ein wenig exotisch, aber was die Medien draus gemacht haben, ist wirklich ein starkes Stück. Wenn ich in dieser Situation wie Steve von meinen Gefühlen überwältigt gewesen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mich genauso verhalten hätte. Aber was Steve gemacht hat, war auf keinen Fall etwas Schlimmes oder moralisch Verwerfliches. Von dem Krokodil ging für Baby Bob nicht die geringste Gefahr aus. Es bestand überhaupt keine Gefahr. Alles war gut organisiert. Jeder vom Team war auf seinem Platz. Der kleine Bob hatte nichts zu befürchten. Aber für die Fernsehteams und Journalisten sah es natürlich gefährlich aus. Und da sie scharf auf eine gute Story waren, haben sie einfach die Kamera draufgehalten, um ein paar reißerische Bilder in den Kasten zu bekommen. Die wurden dann von sogenannten Experten im Fernsehen kommentiert, die nicht ein Krokodil vom anderen unterscheiden können. Und so begann der ganze Medienrummel. Die Nachricht ging um die ganze Welt. Steve Irwin gefährdet sein Kind. Was für eine Lüge! Und was für eine Katastrophe für mich und meine Familie! And what a disaster to me and my family. I think Steve was absolutely shocked at the reaction the media had. Steve war total schockiert darüber, wie die Medien auf dieses Ereignis reagierten.
Die Anschuldigungen trafen ihn schwer. Er war völlig fassungslos, denn er hatte seiner Ansicht nach nichts Böses getan. Er begriff nicht, warum man ihn kreuzigte. Im Hintergrund hielten sich 11 Leute bereit, um im Notfall eingreifen zu können. 5 beobachteten das Krokodil von außen, 6 waren im Gehege. Vor der Vorführung haben wir noch einmal alle Sicherheitsmaßnahmen durchgesprochen und dann ein bestimmtes, nicht übermäßig aggressives Krokodil ausgesucht. Die Tiere sind im Wasser schnell wie der Blitz. Aber an Land kann ein erwachsenes Leistenkrokodil nur kleine Schritte machen. Jeder kann rückwärts schneller laufen, als sich ein Krokodil vorwärts bewegen kann. Steve hatte Murray mit 3-4 Stücken Fleisch gefüttert und ihn müde gemacht, bevor er mit Bob in seine Nähe kam. Unser Freund war also völlig groggy und bewegte sich nur ganz langsam. Außerdem hatten wir alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Am 2. Januar 2004 fand der groß angekündigte Event im neuen Crocosseum statt. Auftakt der Veranstaltung war die Segnung des kleinen Bob durch buddhistische Nonnen. Das war eine große Ehre für meinen Sohn, für den Australia Zoo und die ganze Welt. Viele Journalisten und Fernsehreporter waren gekommen, um über das spektakuläre Ereignis zu berichten. Das Publikum war begeistert, denn die Irwins boten eine beeindruckende Show. Unter anderem wurden die neuen Elefanten des Zoos vorgestellt. Nachdem sich die Dickhäuter den Bauch mit Bananen vollgeschlagen hatten, kam der Höhepunkt der Veranstaltung. Die Fütterung der Krokodile. Braver Junge! Komm, Kumpel! Wirklich ein braver Junge. Er ist ein Dinosaurier. So etwas hat Steve schon tausende Male gemacht. Für ihn war dies Routine. Doch durch das, was er kurz darauf unter strengen Sicherheitsvorkehrungen vorführte, geriet er ins Kreuzfeuer der Kritik. Ist er nicht ein Prachtstück? Terry, mal sehen, ob unser Bob ihn auch schon füttern kann. Hier kommt er. Guck auf seine Augen und seine Füße. Beobachte ganz genau, was er macht. Und jetzt! Gut gemacht, Bob! Ich liebe diese Leute, die den größten Blödsinn erzählen, um ein paar Sekunden im Rampenlicht zu stehen. Es wurde behauptet, Bob wäre noch zu klein gewesen, um das verarbeiten zu können und so weiter. Aber jede Mutter weiß heutzutage, dass Babys schon im Mutterleib ganz viele Informationen aufnehmen. Wenn dein Kind auf die Welt kommt, kennt es bereits deine Stimme und deinen Geruch. Bob konnte Terry aus 10 Metern Entfernung riechen und begann zu schreien, um ihr zu sagen, ich will an die Brust und Milch haben. Es ist absolut faszinierend, was die Wissenschaft über die Entwicklung im Mutterleib herausgefunden hat. Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Kleinen wie ein Schwamm ständig Informationen aufsaugen. Interessanterweise prägen frühe Eindrücke ein Kind sehr stark. Wenn man wartet, bis es 5 ist und erst dann versucht, ihm etwas über Krokodile beizubringen, geht das schief. Es ist ein Albtraum für das Kind. Es fürchtet sich, gerät in Panik und weint. Es ist völlig überfordert. Man muss damit anfangen, Kinder an die Tiere zu gewöhnen, wenn sie noch ganz klein sind. Sonst kommen sie damit nicht klar. Sie können ihre Angst einfach nicht überwinden.
Es wurde die Frage gestellt, wann bringt man Kinder mit wilden Tieren zusammen? Eine gute Frage. Hätten wir warten sollen, bis Robert 2 Monate, 2 Jahre oder 12 Jahre alt ist? Hätte ich warten sollen, bis er zu den Krokodilen ins Gehege krabbelt, weil er es nicht besser weiß? Warte ich ab, bis sich mein Kind verbrannt hat, bevor ich ihm erkläre, wie gefährlich ein heißer Wasserkessel ist? Oder nehme ich es mit in die Küche? Ich würde meinen kleinen Sohn Bob niemals in Gefahr bringen. Übrigens erziehe und behandle ich ihn genauso wie Bindi. Und aus ihr ist ein ganz cleveres, selbstbewusstes Kind geworden. Sie ist perfekt geraten. Ich schätze, bei Bob wird das auch so sein.